So, liebe Sims-Freunde, willkommen zurück. Ja, ja, feierlich hat sie einen Fisch gefangen, die Olle. Und so einen Teil brauche ich auch noch definitiv. Und zwar habe ich mittlerweile mal eure Skins runtergeladen. Also die, die in der Folge drin standen, habe ich mir mal angeschaut. Skins, sage ich. Sims meine ich und Skins, sage ich. Da sind sie. Mit dabei. Van Holmes, Ronford, Kajaba, Noak. Ich hoffe, die ziehen jetzt auch einfach ein, ne? Das ist so meine Hoffnung. Was ist denn... Warte mal, Moment. Schauen wir mal. Muss ich jetzt noch irgendwas drücken, damit die einziehen? Nö, ne? Die ziehen jetzt einfach so. Automatisch sind die vorhanden. Nehme ich mal an, weil ich kann ja jetzt hier nichts anderes auswählen. Höchstens Downloads und Löschen und Facebook und hier... Ah, nicht platziert werden. Okay, so, jetzt gucken wir mal. Starten wir mal. Wir gehen mal in mein Spiel rein. Klick, klack, kluck. So, und jetzt kann ich nochmal gucken. Ah, jetzt könnte ich sie platzieren. Ja, ich könnte sie jetzt direkt platzieren, muss ich aber nicht. Denn ich glaube, sie sind automatisch da. Also ich könnte jetzt über sie stolpern im Spiel, weil ich sie runtergeladen habe. Habe ich recht? Habe ich recht? Ich habe recht. Also, wo haben wir denn unsere Jungs? Unsere Jungs, sage ich. Unser Baggy, beziehungsweise Locke. Mit, ja, die Eva, wie die aussieht. Wir müssen mal echt gucken, dass wir... Was machen wir mit ihr? Ich muss mir sowas überlegen. Jetzt wird sowieso geil. Jetzt wird sowieso lustig. Also die Bude muss ich auch nochmal umbauen. Stimmt, da war auch noch was. Aber wir haben ein bisschen Kohle jetzt, endlich. Und das ist das Schöne. Haben wir einen Schluck Saft genommen, liebe Leute. Da sind wir. Also, alle sind lustig. Wir gucken mal oben. Die sind oben am Quatschen, oder? Nee, wo sind die denn? Warum zweideutiges... Was macht sie jetzt draußen? Fitness? Und er steht dabei und zieht sich das rein? Der Hammer. Weil verlobt, glücklich. Der Hammer. Okay, ich würde vielleicht heute sogar mal damit anfangen, die Bude umzubauen. Es hieß ja, wir wollen so ein bisschen Fitness hier unten machen, ne? Oben das Bad können wir ja ein bisschen größer lassen, theoretisch. Könnte man auch nochmal umbauen, dass man sagt, hier, man zieht hier eine Wand rein. Ich gehe mal in den Baumodus, ich gucke mir das mal an. So, ich nehme mal die Dusche. Versuche die mal hier zu platzieren. Passt nicht ganz. Jetzt dürfte sie passen, ne? Yo. Das gleiche können wir unten auch machen. Mit den Billigmöbeln. Spiegel ein bisschen... Geht der nicht ein bisschen höher, der Spiegel? Nee. Ja, ernst, warum geht denn der nicht höher? Der ist so tief, ja? Ii. Okay. Müssen wir erstmal akzeptieren. So. Vorschlag haben wir. Nein, ich will eine Wand. Doch, Moment. Zieh mal die Wände hoch. Ich muss das mal sehen. Ah, genau, perfekt. Ja, die Frage, ne? Wie macht man's richtig? So wie es jetzt ist, ist es ja keine Lösung. Das ist ja viel zu groß. Es wurde ja gesagt, ich soll hier eine Fitnessbude noch machen. Nee. Das wollte ich jetzt auch nicht. Wir gehen mal hier. Ich klicke mal hier. Wände und leere Zimmer. So. Wenn ich mal ein bisschen feinfühliger wäre hier mit meinen... Bin ich echt so grobmotorisch veranlagt? Gibt's ja gar nicht. Kann man nicht reingucken oben? Nee, man muss es doch wieder runter machen. Man sieht sonst nichts. So. Jetzt wäre das Bad zumindest mal ein bisschen kleiner. Dann kann ich ja... nochmal hoch. Nee, so. So. Dann kann ich ja die Tür da rausnehmen und hier reinsetzen. Ne? Dafür kann ich aber für einen Fitnessraum reicht das hier aber beileibe nicht.
Ich hätte vielleicht sogar noch ein bisschen, Moment. Ich hätte die Wand noch ein bisschen enger machen können. Also, dass man die, ups, dass man sie wirklich hier bündig macht. Aber das reicht ja trotzdem nicht für, Moment, wie waren die andere Tür? Ich muss so eine nochmal nehmen hier. So. So. So kommt man jetzt zumindest ins Bad. Die Pastelltöne sollte ich hier auch wieder anwenden. Damit das zumindest erstmal alles ordentlich aussieht. Was kann man denn hier... Man kann es ein bisschen schöner machen, ne? Ein bisschen schöner gestalten. Man könnte alternativ auch hier nochmal das vergrößern. Das kann ich mir echt mal überlegen, ob ich das hier nicht einfach dann vergrößere. Den Raum hier oder... Oder ist dann das ganze Haus zu groß? Ja, also könnte man theoretisch. Und könnte dann hier so ein Fitnessding reinlegen. Jetzt ist es momentan erst einfach mal so eine Abstellkammer. Oder Flur. Ne? So lassen wir es erstmal. So. Licht haben wir. Das gleiche. Weiß ich nicht, ob ich es oben genauso machen soll oder ob ich es oben einfach so lasse. Das ist halt die große Frage, ne? Lasse ich hier oben ein schön großes Bad, ein gemütliches? Mit einer schönen Badewanne vielleicht mal reinsetzen. Ja, jetzt wo die Eva eingezogen ist, können wir uns ja mal ein bisschen was leisten, ne? Also. Dann dieses Billigklo. War das das Billigklo oder war das ein gutes Klo? Das war gar nicht so billig, ne? Die haben ja schon schöne Sachen. Genau, diese Kommode hier oder was das sein soll, war ja auch nicht so billig. So. Ich setze einfach mal noch ein zweites ran. Gibt es denn dann keine schöneren Waschbecken? Moment. Ich platziere das mal im Inventar. Den Spiegel auch. Ich könnte hier noch einen Spiegel aufhängen. Oder den könnten wir auch unten aufhängen. Stimmt, da wäre was. Da wäre Platz. Den kann ich verkaufen. So. Das Ding hier ist ja auch hässlich wie die Nacht. Dann nehme ich lieber unten auch nochmal so zwei schöne. Vintage-Theke. Vintage. Ups. War ja nicht so geplant. So war es geplant. Oder so. Und dann, noch eine zweite. Alternativ könnte man den Spiegel... Was habe ich denn alles im Inventar jetzt liegen? Hier. Ja, weiß jetzt nicht, ob das gut gelöst ist, aber naja. So. Moment. Ich habe ja noch einen Plan. Liebe Leute. Also ein bisschen was Schönes heute hier. Auch ein Seifenspender. Guck mal. So, dann kommt jetzt mal ein Seifenspender hin. Wandhaken für Bademäntel. Gibt es auch andere Farben für Bademäntel? Ja. Den hängen wir jetzt dahin. Oder naja, hängen ihn hier hin. Man soll sich auch ein bisschen... Oh, Plastikwäschekorb. Das ist ja geil. Doch schon eine ganze Menge Zeug. Obwohl man ja keine Waschmaschine hat. Ne? Man muss ja keine Wäsche waschen. Cool. Duschablage, Badkamerad. Also rein kann man es nicht machen. Passt nicht, okay. Ah, den können wir jetzt auch uns so schwarz auswählen. Dann passt er ganz gut hier dazu. Hier passt er nicht mehr hin. Wird's eng. Ja. So stelle ich den auf. Den können wir theoretisch ja oben auch benutzen. Hier ist sowieso ein bisschen mehr Platz. So. Und... wo waren wir denn jetzt? Boah, Seestern-Handtuchhalter. Moment, wir waren da schon... Achso, ich wollte noch schöne...
Armaturen haben hier. Industrielles Waschbecken. Nee. Ein schönes, kein Küchen. Das ist das Erhabenheit. Es gibt kein schöneres. Dann nehmen wir es aber so. Ich wollte ganz gerne, das sieht man ja auch häufiger, in Luxushotels zwei Waschbecken nebeneinander. Und dann wollte ich ganz gerne eine Badewanne haben. Eigentlich aber so eine hier, Luxus-Eckwanne mit Düsen. Aber wir kriegen das hier nicht so reingedrückt. Sie muss, dann muss die Badewanne dahin. Ja, ich lasse ein bisschen das Gelb fließen, Kinder. Das sieht schön aus, ne? So. Und dann gibt es hier noch... das ist alles. Genau, sanitär alles. Was sieht denn hier frisch aus? Was sieht denn nach einem frischen Tag aus? Irgendein schönes Bild. Architektur nicht. Hier, ach Gott, Landschaft, marsianische Erinnerungen. Wir haben nicht mal mehr. Wir haben nur Fenster hier in diesem Teil. Hier, anstatt ein Spiegel, sowas. Nee, guck mal, Spiegel. Gibt es schöne Spiegel? Ja, könnte man auch wieder so einen nehmen, ne? Für... Oh, Wandspiegel nur. Oh, fett. Richtig fett. Ein Breiten, ne? Sowas hier. Eigentlich passt der dann doch wirklich schon am besten. Ich nehme ihn halt mal in weiß. Weil der halt... Dann sieht man sich auch in beiden Waschbecken gleich, ne? Sieht man sich schön. Ist zwar der gleiche, wie wir jetzt da drüben haben. Den könnte man aber mal auswechseln, ne? Da könnte man Wandspiegel hin und die großen. So... Jetzt hätte ich ganz gerne noch ein bisschen Ambiente-Licht. Wandlampe für Kinder. Gusseisernes Flutlicht. Glaslaterne für außen. Didadam, didadam. Lichtring. Schreibtischlampe Rückkehr. Ein Balle. Ein Panda. So. Schminkbeleuchtung. Oh, perfekt. Ja, warum hängt die denn so tief? Lässt sich echt nicht einfach organisieren, wenn man die Lichter höher haben will. Wenn ich jetzt... Doch, man muss die Wände nur anzeigen. Ah. Sehr gut. Und dann hätte ich ganz gerne hier drüben nochmal so eine richtig schöne schummrige Lampe beim... Sowas hier. Die Farben sind jetzt ein bisschen pervers. Passt aber auch nicht. Anemonenwandlampe, das passt doch ganz schön. Guck mal. Oh. Und wenn wir jetzt... Ja, sieht noch ein bisschen kahl aus. Warte mal, ich muss das Fenster ja auch wegmachen. Oder die Fenster sogar wahrscheinlich. So. Ja, die müssen weg. Und dafür machen wir uns... Gibt es nicht so Wandgemälde? So. Landkorallengarten. Guck mal. Dem. Dem, 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 dem. Jetzt bin ich ja hier wirklich Einrichtungs... Spezi. Ach Gott, wie schön sieht das denn aus? Ah, das sind aber für den Teich. Die hätte ich jetzt so reingenommen als Teppich. Hier hast du noch eine schöne... Oh, doch, haben wir doch. Sieht toll aus. Vielleicht noch eine, die ein bisschen strahlt. Zu klein. Die hier. Zu klein. Hier, so einen ganzen Wagen. Sieht ein bisschen rustikaler aus dann, ne? Stattliche Vase, die nimmer. So. Sehr schön. Feng Shui... Können wir die nicht oben drauf stellen? Nee. Eben nicht. So, und jetzt noch einen schönen Teppich. Irgendwas, was nach Erholung aussieht, Bad aussieht. Die Sterne, nee, das passt ja alles nicht. Hier diese... Die Pferdchen hier. Guck mal mit den Schweinen. Das sind Elefanten. Das sind immer andere Tiere. Ist ja geil. Und wenn ich jetzt... Ah ja. Dann nehmen wir einfach einen schönen grünen, ne? Grünen Ton oder so einen bläulichen Ton. Das sieht schöner aus. So ein Blau, ne? Sieht schön aus.
Naja, gefällt mir jetzt nicht. Ich nehme dann doch lieber grün. Oder was ist denn das hier? Wie groß ist denn der? Der sieht gut aus. So. Und theoretisch sollte man jetzt noch... Moment. Das hier ist ja ein hässliches Teil. Ich will die Ecke so ein bisschen gemütlich machen. Ne? Moment, ich sehe hier auch nichts. Man sieht auch nichts. Ja, oben drüber, der Handtuchhalter. Ne, hänge doch hier hin. Hänge doch ein bisschen tiefer. Genau, auf die Höhe. Da passt auch gut hin. Hier wird man... Das sieht ein bisschen eingeengt aus. Müsste man auch noch was an die Wand hängen. Kommt irgendwas Kleines. Hängen wir doch fix hier hin. Zeitgenössisches Aquarell, Schwerkraft und Licht. So. Ne? Oder hier? Das sieht auch so armselig aus. Was ist denn das hier? Wandgemälde, Farben gegen... Oh, wir haben schon zwei... Ey, was wir ausgegeben haben. Wir sollten mal anfangen, selber zu malen. Wir machen unsere Bilder selber. Die Olle lernt, die malt. Die Eva. Die Eva Braun. Die soll malen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Guck mal, schöne Bilder gibt's aber. Sieht echt toll aus. Ich wollte aber viel lieber die Wand anmalen. Mit irgendwas Schönem. Tapete. Wenn wir sowas... prähistorische Kühlschrankhasen, nee. Gibt's nicht irgendwas Schönes? Blumenkind. Blumen. Gras en masse. Guck mal. Ah, ne, das sind wieder so Kinder. So Kindersachen. Das sieht auch nicht schlecht aus. Kinderbandschmuck. Ah, viel zu viel Kinderkram. Fliesen, Panel, Mauerwerk. Man könnte auch... Jo, man könnte hier auch sowas, Mediterranes sich bauen. Aber da gibt's leider nicht die grobkörnigen oder die groben Steine. Ne, weil das sieht jetzt nicht mediterran aus, wenn ich sowas nehme. Das schon eher. Aber müsste man sich auch noch so eine Ding reinbauen, so eine Säule und sowas. Passt die überhaupt hier rein, so eine Säule? Hier. So eine, guck. Die müsste dann dazwischen drin sein, so an den Seiten von dem... Aber jetzt übertreibe ich es auch ein bisschen, ne? Ich habe jetzt schon über 10.000 ausgegeben für den Spaß. Ich hänge jetzt einfach noch ein Bild auf. Fertig. Fertig, fertig, fertig. Das ist echt zu teuer. Und dann können wir ja anfangen, die Bilder... Wir können ja selber malen dann in Zukunft. Und wir können sowieso... Wir können eigentlich die Bilder verkaufen. Die Bilder kann ich mir sparen. Und dann malen wir die grundsätzlich selber. Fertig. Her damit. Weil ich habe echt viel ausgegeben. Guck mal, das waren allein 7.000 für das eine Bild. Ich glaube, es geht los. Nee, das macht die Olle. Die ist Malerin. Aber so bin ich ganz zufrieden mit den, Moment, ich guck nochmal kurz oben. Also, wir haben ja nicht kleiner gemacht. Sonst hätte ich hier auch noch die Tapeten ändern müssen. Nö, das ist in Ordnung erstmal. Das passt. Ich will ganz genau irgendwas Schönes aufstellen. Jetzt, wo sie, wenn die Olle hier einzieht ins, in die gemeinschaftliche Wohnung. Enthält neue Objekte. Nee, ich wollte im Schlafzimmer mal so eine, hier, so eine richtig schöne Kommode kaufen. Sowas Modernes, ne? Oder, na, hier was Eichen. Ich mag ganz gerne Eichen. Ich mag sowas Älteres. Sowas. Damit wir mal eine Kommode haben. Den Spiegel, den packe ich mal ins Inventar. Kriegen wir nicht so eine fette Geschichte dahingestellt? Na, nee, hier könnte man was... Guck mal. Der Hammer. Ja, können sie sich zumindest anziehen und so, ne? Da. Gibt's nicht auch größere Schränke grundsätzlich? Nur solche, ne? Kleiderschrank, Hit. Auch irgendwie schönere Farben. Ja, sowas hier. Aber eine Kommode reicht doch. Aber dann brauchen wir über der Kommode, brauchen wir auch einen Spiegel. Da können wir ja wieder den nehmen, den wir hier haben. Zack. Vorerst mal. Gut, Leute, das soll erstmal das gewesen sein. Ich will auch nicht zu viel ausgeben. Ein bisschen was brauchen wir ja noch. Wir müssen noch ein bisschen Utensilien noch kaufen fürs Leben an sich, ne? So, drei Plätze. Ja, hier müssen wir sich auch noch mal lassen. Ich habe leider noch keine Ahnung, wie ich das umorganisieren kann. Moment. Das sehe ich jetzt erst. Da
Da müssen wir noch den Teppich hinlegen oder die Fliesen. Man könnte das auch noch alles ein bisschen abtrennen, ne? Man könnte halt sagen, man zieht dir nochmal eine Wand komplett durch, aber dann hast du wieder das... Das sieht doch doof aus dann, wenn das so abgetrennt ist, ne? Man könnte hier noch Bücher reinstellen und sowas, aber ich bin mit echt ein bisschen überfragt, wie man das Haus kleiner verschachteln kann. Sollte man es überhaupt kleiner verschachteln. Weil so ein bisschen Auslauffläche ist ja nicht so schlecht. Man könnte alternativ ja noch mehr Möbel kaufen, ne? Ein bisschen schräg stellen, den Fernseher vielleicht woanders hinstellen. Gucken wir mal. Muss ich noch ein bisschen entwickeln. Gehen wir mal in den Live-Modus. Und dann würde ich sagen, habe ich heute mal eine kleine geschillte Folge gemacht. Ich hole mir frischen Kaffee. Und dann geht's weiter. Ach Gott, wir brauchen Bilder. Wir brauchen viel mehr Zeug. Hier braucht man zumindest, bei der Küche muss man auch solche Schränke oben noch anlegen und so, ne? Kann man ja. Also da sollte ich mich echt mal mit beschäftigen. Das sieht echt momentan noch nicht so schön aus. Aber es wird. Es wird langsam. Zumindest haben wir mal die Bäder jetzt organisiert. Die finde ich doch schon ganz in Ordnung. Vielleicht mache ich noch einen Teppich da rein. Sowas hier. Mach's doch mal so eine blaue Variante. Ne, so einen Halbteppich, ne. So ein Schlafteppich, er pennt ja gleich ein. Silhouetten. Boah, der ist ja riesig. Der auch? Alter Falter. Okay, ist alles mal ein Stückchen kleiner. Ah, das ist so dunkel, das sieht komisch aus. Das ist nur mal, ich nehme das Schwarz. Ist alles ein bisschen schwärzlich hier bei uns, aber macht ja nichts. So, gucken wir mal kurz. Kann man irgendwo was aktivieren oder so? Nö, das sieht ganz gut aus. Gut, Leute, es ist ja eh mitten in der Nacht, glaube ich. Ne? Was haben wir denn für einen Tag eigentlich? Sonntag. Ja, wir müssen schlafen, weil Locke muss ja zur Arbeit. Wie sieht es denn eigentlich mit ihrer Arbeit aus? So, sie hat keinen Job. Ist aber noch Mutti. Ich krieg bald noch ein Kind, stimmt? Wir müssen auch irgendwie organisieren, und zwar das Kinderzimmer. Ja, wenn das Kind da ist. Gucken wir erstmal, wie es läuft. Mach mal hier Kompliment. Sie schläft, die ist fleißig, weil sie muss ja morgen wieder zur Schule. Gucken wir mal kurz. Energie, ja. Sie schläft, morgen wieder zur Schule. Tippitoppi. Und damit weiter vielen geübt. Wir gucken mal, was brauchen wir denn noch? Wir haben doch noch irgendwas gehabt, was wir machen sollen. Eine Freundschaft fürs Leben schließen. Ja, da hat sie ja ihre Freundin. Der kann wieder morgen wieder ein schönes Ding schicken. Man könnte auch theoretisch, was ich gerade sehe... Also ihr Kinderzimmer ist ja schon klein. Also noch kleiner geht's ja kaum, oder? Also kleiner würde ich das Kinderzimmer nicht machen. Das Schlafzimmer ist auch klein. In Ordnung, da passt es nicht hin. Dann müssen wir das zweite Kinderzimmer dann doch hier unten irgendwie organisieren. Dann werde ich vielleicht das Büro... Das ist echt schwer, Leute, ne? Wo kriegt man jetzt noch ein Kinderzimmer her? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo macht man das zweite Kinderzimmer? Hier? Ein Anbau. Wir müssen hier schon anbauen, ne? Oder die müssen zusammenziehen. Müssen sich ein Kinderzimmer teilen. Solange sie klein sind, geht das ja auch noch. Theoretisch, ne? Da geht die Hölle los dann. Außer ich zieh's. Ich zieh hier die Wand. Ein Stückchen nach vorne. Jo, ginge ja. Ginge ja. Ich ziehe die Wand ein Stückchen nach vorne. Und dann wäre sogar Platz... Oder... Ja, eins nach vorne. Dann müsste ich das Zimmer teilen. Dann müsste ihr es ein bisschen zusammenschrumpfen. Dann müssten alle Zimmer hier... Dann könnte ich drei Zimmer hier oben machen. Einen langen Flur. Ich könnte die Zimmer ja ein bisschen größer machen, indem ich den Flur kleiner mache. Dass die Tür... Die Wand ein bisschen nach links schieben. Dafür die Wand ein bisschen nach hier, so von der Perspektive aus nach links. Die auch nach rechts. Und dann könnte ich hier nochmal ein Zimmer reinziehen. Das dürfte eigentlich passen. Ah, hier geht's ihm gut, ne? Ich glaube, das findet er geil hier. Ich will mal gucken, wie das aussieht, wenn er sich da baden legt. Geht er duschen? Ne, er fühlt sich, glaube ich, zu wohl, ne? Hygiene. Ach Gott, ja, könnte man ein Schaumbad nehmen, alles. Ja, wie gesagt, Bilder male ich mir mit die Eva, die macht das.
Einer muss ja irgendwas können. So, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da geht's weiter. Dann gehen wir in den nächsten Tag. In den Montag, Alltag. Und natürlich müssen wir ja entweder besorgen wir ihren Job oder sie ist denn mehr so die Kreative von zu Hause aus. Ich muss mal gucken, was ihre Lebensdinger sind. Daran machen wir das fest. Vielleicht ist sie auch gar nicht die in der Familie, die da malt. Sondern das muss dann vielleicht doch hier Madame Butterfly machen. Schauen wir mal, was abgeht morgen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.